Hallo, mein Name ist Daniele Schranz und ich bin einer der Administratoren von diesem Blog. Habt ihr das gewusst? In Zug kann man neuerdings mit Bitcoins zahlen, bis zu 200 Steinwerte akzeptiert im Gegenwert. Wir haben den Zeitungsartikel unten eingeblendet, wenn es euch ein bisschen genauer interessiert. Und zu diesem Zeitungsartikel, der ganz interessant ist, hat der Herr Altkantonsrat Thomas Brändle einen ganz interessanten Leserbrief geschrieben, den ich euch gerne vorlesen möchte. Die Diskussion, was als Geld gelten soll, wer es schöpfen bzw. herstellen darf und wem daraus der resultierende Geldschöpfungsgewinn, sogenannter Seigniorage-Gewinn, zusteht, ist so alt wie die Erfindung des Geldes selber. Benjamin Franklin schrieb in seinen Memoiren, dass sich an diesem Thema der amerikanische Unabhängigkeitskrieg entzündete. In der Schweiz haben wir uns dieser Frage letztmals im 19. Jahrhundert gestellt, gut schweizerisch an der Urne. Seit der Gründung des modernen Bundesstaates 1848 waren nämlich nur Münzen vollwertiges und vor allen Dingen gesetzliches Zahlungsmittel. Die Banken konnten nach eigenem Gutdünken Papiergeld, also Banknoten, herausgeben und bestimmten so die umlaufende Geldmenge. Die Freisinnigen, der Bundesrat und die Zürcher Zeitung engagierten sich an der vordersten Front gegen diese Praxis. Am 18. Oktober 1891 entzog der Schweizer Stimmbürger den privaten Banken dieses Privileg und machte es zur Aufgabe des Bundes. Dank der Vollgeldinitiative haben die Schweizerinnen und Schweizer als einziges Volk auf der Welt die Möglichkeit, erneut über diese Angelegenheit zu befinden. Seit einigen Jahrzehnten gibt es nämlich wiederum ein in der Verfassung nicht geregeltes Zahlungsmittel, welches die Banken nach eigenem Ermessen schöpfen können. Das elektronische Buchgeld, immerhin über 90% der kaufkräftigen Geldmenge, genannt M1. Die Schweizer Nationalbank und der Bundesrat lehnen die Vollgeldinitiative mit der Begründung ab, es wäre ein gigantischer Umbau und verschweigen gleichzeitig, dass der eigentliche Umbau schon vor langer Zeit und ohne öffentliche Diskussion stattgefunden hat. Die Konsequenzen daraus begleiten uns seit dem Ausbruch der Banken- und Finanzkrise im Herbst 2008. Immerhin schrieb der Bundesrat in seiner Botschaft zum Bundesgesetz über die Währungs- und Zahlungsmittel im Mai 1999: Guthaben, elektronisches Buchgeld also, bei einer Groß-, Kantonal- oder Regionalbank oder gar bei einer Kreditierungsorganisation sind etwas genuin anderes als Guthaben bei der Nationalbank, die als einzige Institution im Lande autonom Geld schöpfen kann. Die Schweizer Nationalbank ist zwar anderer Ansicht und schreibt in ihren offiziellen Unterlagen Folgendes: Geschäftsbanken schöpfen neues Geld durch Kreditvergabe. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, schreibt sie dem Kunden den entsprechenden Betrag als Einlage auf seinem Konto gut. Neuerdings anerkennt die Einwohnerkontrolle der Stadt Zug als erste staatliche Einrichtung der Schweiz die private Kryptowährung Bitcoin, die sich im Gegensatz zu dem digitalen Buchgeld der Banken wenigstens nicht im Kleid eines vollwertigen gesetzlichen Zahlungsmittels präsentiert. Die Neue Zürcher Zeitung fragt sich, ob dieser Zuger Politversuch nicht die Akzeptanz des Bargeldes untergräbt. Infolge der Vollgeldinitiative müssen sich die Schweizerinnen und Schweizer nun wieder einmal vertieft mit ihrer Geldunordnung befassen, um diesem Durcheinander verschiedener Währungen hoffentlich bald ein Ende zu bereiten. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb am Tag nach der Unterschriftsübergabe: Das nennt man eine erfrischende Volksinitiative. Keine Frage, diese Volksinitiative hat eine breite Debatte verdient. Thomas Brändle, Altkantonsrat, FDP. Es gibt noch etwas Interessantes zu dieser Situation mit den Bitcoins in Zug. Am gleichen Tag, wo der Zeitungsartikel erschienen ist, hat der Gemeinderat in Zug eine Interpellation bekannt gegeben. Den Link dazu findet ihr hier im Beitrag. Wenn es euch interessiert, wie das Geld geschöpft wird und wie die Herstellung im Moment geregelt wird und was sich Vollgeldinitiative eigentlich wünscht mit dieser ganzen Sache, dann kommt doch mal auf unseren YouTube-Kanal schauen. Dort haben wir ganz coole animierte Videos, die ganz simpel darstellen, wie das Ganze funktioniert.